So, haben wir Ton? Wir haben Ton. Haben wir Bild? Wir haben Bild. Vielleicht geht er diesmal nicht schief. Was haltet ihr davon? Ach ja. Gute Aufnahme war das gestern, ne? Ganz fantastisch. Wir testen wieder unser Glück. Und ich hab's, glaube ich, gestern. Ja, ich hab's gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich es dann danach nochmal gesagt habe. Ich klicke das an, weil ich sonst. Lol. Wow, wie viel Pech kann man haben? Weil ich sonst manche Sachen doppelt drücken würde. Weil wenn ich es auf der Tastatur schnell drücke, dann mache ich manche doppelt und beim Klicken sehe ich, was ich schon hatte und was noch nicht. Deswegen. Ja. Ich würde sagen, wir machen es ab jetzt so. Immer der Buchstabe, der hier gefunden wurde. Oh, die Musik fehlt. Siehst du, irgendwas fehlt immer. Irgendwas fehlt immer. Aber das haben wir jetzt ganz fix. Das haben wir jetzt ganz fix. So, zack. Let's go. Nein, nicht schon wieder die. Also, es geht immer mit dem Lied los, weil das in der ersten Playlist ist, aber danach ist Zufallswiedergabe. So. Gut. Wir starten jetzt immer mit Letterle und der Buchstabe, der hier kommt, das ist dann unser Anfangsbuchstabe in allen Wordles, die kommen. Also, ich muss jetzt hier mit C anfangen. Ich nehme Chaos. Ja, das ist doch ein gutes Wort. Ein gutes Wort. Schade, ist leider kein gutes Wort. Dann nehmen wir die Hilfe. Okay, jetzt haben wir immerhin ein E am Ende. Wow, und ansonsten alles schon ausgeschlossen. Das ist ja stark. Welcher Vokal ist denn jetzt noch übrig? Nur noch das E. Da muss mehr als ein E sein. Ah, ne, das U ist noch übrig. Okay. Das U ist noch übrig. Denkbar wäre. Ne, H ist raus. Aber die Mühle wäre denkbar. Mühle schreibt man mit H, ne? So schreibt man. Ah, ist L ist eh raus. Ich brauche gar nicht überlegen. Okay. Ne, dann ist nichts mit Mühe. Nee. Was hätten wir noch so für Optionen? Truhe. Nee, Truhe geht nicht mehr. Nee. Gibt es das Wort krude? Irgendwie sagt mir was, dass es das Wort krude gibt, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das gibt es. Okay, wir haben ein U. Das habe ich mir fast gedacht, dass ein U vorkommt, aber ich schätze wahrscheinlich eher. Es könnte auch am Anfang sein, das U, stimmt. Sieht man dieses Update hier gerade? Das braucht kein Mensch. Ich hoffe, man hat es nicht gesehen. Stört sonst nur. Halalalalalalam. U. Ja, vielleicht geht es auch nicht mit U los. Mit U anfangen finde ich komisch. Wir machen mal Wu. Ist Wumme. Nimmt der Wumme als Wort an? Nein, schade. Okay. Ja. Vielleicht ein zweites E. Tü. Türe. Ah, SR ist weg. Schade. D ist auch raus. Ich wollte müde probieren, aber D ist auch raus. Was geht denn noch? Oh Gott, ich sehe ein Wort, was geht, aber ich will es nicht schreiben. Ich will es aber an sich dann doch wieder schreiben, weil ich wissen will, ob das U an der Stelle ist. Und das U ist bei dem Wort leider an der Stelle. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich von diesem Ausdruck. Aber es ist halt ein Wort. Das nimmt er halt sogar an. Nein.
Es tut mir leid, es tut mir leid, ich distanziere mich. Aber das U ist tatsächlich an der Stelle. So, T ist ausgeschlossen, N ist ausgeschlossen. Ah. Okay. Aber jetzt steht das die ganze Zeit da. Ach, das ist doch Kacke. Ah, ich will hier raus. Ja, aber was geht denn jetzt noch? Ah, Q. Immer das QU. Das ist natürlich eine Sache. QU ist eine gute Option. So, aber jetzt, wie geht's weiter? Ja, da ist wieder vorbei. Weil jetzt müsste das E kommen und dann die Quere geht halt schon nicht mehr. Queze, queme, quebe, quefe, quege, quekse, nee. Nee, und nach QU kann nichts anderes kommen wie ein Vokal eigentlich. Nee, ist ungünstig. Kein QU. Mu. Aber es könnte mit Ü aufhören. Also, was gibt es ein Wort, das mit Ü aufhört, so spontan? Fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber es könnte auch mit E starten. Oi, könnte es auch anfangen. Ist da was denkbar? Ich sehe da auch nichts. Gu. Gumbe, Gumge, Gupke. Nee. Puh. Pugge, Pumme, Puppe. Puppe! Oh mein Gott, 3P. Ein fünfstelliges Wort aus zwei Buchstaben. Eieieiei, die Puppe. Okay, so, wir starten wieder mit C. Ich finde aber, Chaos war gerade gut. Dann nehmen wir jetzt wieder Chaos. Das halte ich gar nicht mal für so schlecht. Chaos, Chaos, Chaos. Ah, H und O haben wir gewonnen. Ist doch schon mal was. Wir starten also mit Ho. Hover. Wäre aktuell denkbar. Okay, das O liegt richtig, das H liegt nicht richtig. Das ist schlecht. Okay, dann machen wir mal. No. Oh, das C ist weg, dann kann ich kein CH bauen. Wo kriegt das AH unter? Oh, warte. Kopf. Ist aktuell denkbar, ne? Nee, C ist ja raus. Scheiße. Taff. Ups. Ist aktuell denkbar. Es ist ein T sogar dabei. Und das H ist jetzt an der richtigen Stelle. Ah, dann ist es ein TH am Ende vielleicht. Ein TH. Okay, wie könnte das. Was könnte dann da sein? North. Nee, R ist raus. R ist raus. Aber wo sollte es T sonst sein? Also direkt hinter dem O und zwischen und vor dem dann noch ein Buchstabe zum H hin. Wirkt komisch. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein TH. Ich glaube, es ist ein TH. Jetzt ist nur die Frage, was kommt da dazwischen? Was kommt zwischen O und TH? Ein R hätte da sein können, das ist weg. Ein W, schwierig. Ein P auch nicht. Ein I auch eher nicht.
OLTH. Keine Ahnung, gibt es NOLF? Könnte ein englisches Wort sein, aber sagt mir jetzt halt nichts. Gibt's auch nicht. Frage ist, ob es das mit irgendeiner anderen Variante gibt. OLTH. Ich hoffe mal nicht. Was könnte noch zwischen ONTH? Also so zum Beispiel Ponf, aber ja auch das wüsste ich jetzt nicht, was das sein soll, das Wort. Bonf, Donf, Fonf. Schwierig. Aber was soll sonst zwischen TH und O sein, so, ne? Also es würde bestimmt irgendwas, was ich nicht kenne. Gibt es Poth? Gibt es das in irgendeiner Variante? Keine Ahnung, Loaf? Aber ich hoffe, es ist kein Wort, was ich nicht kenne. Das wäre schwierig. What? Es gibt OTH. Oh nein. Und F, es ist nicht mal das, was ich habe. Ich weiß schon nicht, was Fourth ist. Aber es ist OTH. Aber kein W dazwischen. Oh je, das ist irgendwas, was ich nicht kenne. Ich glaube, ich bleib mal bei OLTH und probiere ein bisschen durch. Und dann müssen wir einmal Fourth nachschauen und. Und das andere. T ist nicht vorne. T ist nicht vorne. Also wo war ich? Lolf? Nein. Kolfs. Oh nein, es könnte auch zwei O sein. So wie Puth. Oder Nuth. Oder Duth. Gibt es nicht irgendwie sowas? Ich meine, Tooth gäbe es, aber Tooth ist ja der Zahn und T vorne ist ja ausgeschlossen schon. Habe ich jetzt irgendwas noch nicht getestet? Nuth? Sooth? Nee, scheint nichts mit OOTH zu sein. Das ist ärgerlich. Youth! Nee, das U ist raus. Ach Mann, jetzt dachte ich, ich hab was, aber das U ist raus. Warte, ich war ja noch nicht fertig mit dem BOLTH, ne? Ich war mit dem ja noch nicht fertig. Bolf? Habe ich Nolfs schon gehabt? Schade, ja. Molf? Ich auch schon. Dolf? Ich auch schon. Okay, kein L dazwischen scheinbar. Es könnte noch ein N dazwischen sein, also wie Ponf oder wie Jonf oder wie Lonf. Habe ich Luth probiert? Schade. Oder wie Konf oder Jonf. Mein TH hinten ist großartig, lasst mich. Oder wie. Oh, Huth! Schade. Ich dachte, sowas gibt's. Schade, habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Bonf. Nonf selbst. Donf. Das habe ich auch alles. Also keine Ahnung, das hätte ich alles noch nie gehört. Ah, Mann, was könnte noch zwischen OTH sein? OYTH? Gibt es sowas? So Poif? Oder halt, weiß ich nicht. Loif? Weil dann gäbe es auch mit I, oder? So Poif.
Doch, das OITH sieht schon wieder ganz sinnvoll aus, eigentlich sogar. Neuth? Duith? Joith? Aber es ist wieder irgendwas, was ich nicht kenne. Ich bleib dabei. Aber was könnten da noch hin? Ich schreibe jetzt erstmal Tooth. Ich will wissen, ob es zwei O's sind. Sind es nicht. Schlecht. Ich habe nämlich noch einen Guess. Okay, damit ist immer das zweite O raus, gedanklich. Aber was kann denn noch zwischen O und TH stehen? Das Boys? Gerade. Mann, ich weiß es nicht. Ich bin zu weit gedanklich raus wahrscheinlich von dem, was ich machen will. Das hatte ich, glaube ich, schon, ja. Scheiße. Oh, ich weiß es nicht und ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt, falls man es gehört oder falls man es nicht gehört hat, wenn es zu lange dauert, gebe ich einfach auf. So, es tut mir leid. Ich gebe jetzt nochmal Tooth ein und damit gebe ich auf. Mal gucken, ob ich es hätte wissen können oder nicht. So, zack. Oh, der Monat, Month. Habe ich nicht, aber ich habe doch alles mit UNTH, habe ich. Hä, ich dachte, ich habe alles mit UNTH getestet. Scheinbar nicht. Ach, hatten wir nicht aber schon mal einen Monat? Irgendwie kommt mir das vor, wie wenn sich die Wörter wiederholen. Na gut, so, wir starten wieder mit Chaos. Bringt mir ein O und ein S. Allerdings feste und ansonsten war es das. Dann, was hatten wir gerade als zweites? Was hatten wir gerade als zweites? Ach ja, Hover. Hover ist gar nicht so schlecht gewesen. Das nehmen wir gleich mal mit rein. Ah ne, da ist das H doppelt. Never mind. Hover war eigentlich sogar ziemlich schlecht. ja, das ist H ja doppelt. Ah, das habe ich deswegen. Ja, okay, das habe ich, weil das H hier schon drin. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich. Gut. Also kein H. Wir müssen I, E und U noch kontrollieren. So, machen wir es mal so. Zack. Okay. Das hat ganz gut gescheppert. Und jetzt noch das U. Ich glaube, ich krieg sogar ein Wort hin, was wir noch nicht, wo wir noch keinen einzigen Buchstaben hatten. Nice. Okay, so. Können wir jetzt damit schon was anfangen? NIUS haben wir da unten. I ist an der zweiten Stelle, S ist ganz hinten, N ist nicht vorne. U könnte aber auch nicht vorne sein, weil Ui klingt komisch. Also ist der unbekannte Buchstabe, der hier noch fehlt, vorne. Also bauen wir hinten entweder Inus oder Ions. Inus klingt sinnvoller. Zum Beispiel Minus. Bam. Okay. So, jetzt haben wir ILR. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Da wird noch einiges fehlen. Da oben haben wir IO, da haben wir ER. Okay, wir müssen neue Sachen bauen. Okay, aber ich muss jetzt ein Wort da oben bauen, was noch drei neue Buchstaben hat. Zu E und R. Außer R und E kommt nochmal vor. Na, es könnte natürlich sowas sein wie
Nee, eigentlich sogar nicht. Gibt es Reaver? Nein. Beaver? Das gäbe es sogar. Ja, dann testen wir es, um festzustellen, ob es ein zweites E gibt. Wir testen es einfach mal. Komm, scheiß drauf. Es gibt ein zweites E, aber es ist nicht dort. Okay. Dann ist es E am Anfang oder direkt vor dem anderen E. Angenommen, es ist am Anfang. Was könnte dahinter kommen? E, irgendwas ER. Von den Sachen, die noch übrig sind, sehe ich nicht, was dahin kommen könnte. Dann sagen wir mal, das E muss dann vor dem anderen E sein. Also haben wir EER. Was könnte da davor sein? Gibt es Frier? Ups. Das gibt es. Oh, okay, dann müssen wir testen, ob es ein zweites R auch noch gibt. Okay, das ist sogar das Wort. Stark. So. Jetzt hatten wir das bei den anderen noch nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt. Das ist schlecht. Allerdings haben wir viele Buchstaben ausgeschlossen, also so schlecht ist es auch nicht. I und O kommt vor. Was kann ich denn daraus jetzt noch bauen? Lass es mal mit I anfangen. Idiot. Der bin ich nicht, denn das könnte funktionieren. Lass mal gucken. Oder? I, D, I, O ist an der richtigen Stelle und T haben wir noch gar nicht getestet. Ha! Ich war kein Idiot. Faszinierend. So, jetzt haben wir hier unten aber dadurch einiges gewonnen. Wir haben das T gewonnen. Wir haben alle Buchstaben da unten. Wir haben da unten alle Buchstaben. T, R, L, I. Nee, wir haben fast alle Buchstaben. Und das I ist in der Mitte. Okay. Gut. Das R darf nicht da drüben sein. Also es könnte, keine Ahnung, nicht mit... Ja, Tli... Tli sieht komisch aus. Tli... Gibt es Tlirk? Nein, okay. Achso, R ist ja... Nee, Quatsch, R könnte da sein. R könnte natürlich auch am Anfang sein. Und dann hört es auf mit Ilt. Aber dann wüsste ich nicht, nee. Sagen wir mal, es hört mit IRL auf. Puh, das ist gar nicht so leicht. Obwohl wir schon viel haben, ist es gar nicht. Ich sehe spontan kein vernünftiges Wort. Dann würde ich jetzt mal versuchen, ein Wort zu bauen mit RTIL, wo die so ein bisschen an einer anderen Stelle sind. Ich setze mal R an den Anfang. Aber was soll zwischen R und I stehen von den Sachen, die noch übrig sind? Das ist der Punkt. Von den Sachen, die noch übrig sind, kann nichts. Okay. Von den Sachen, die noch übrig sind, kann nichts zwischen R und I stehen. Das macht es schon mal eigentlich relativ vernünftig zu sagen, das R kommt nach dem I. Also haben wir IR. Nach dem I und R kann kein T kommen. Twirl. Twirl würde alles erfüllen, was wir wollen. Bam.
Okay, das war mal ein gutes Quirl. Zur Abwechslung, lasst uns nörgeln. So. Sag nicht immer kein Internet, was willst du von mir? Nehmen wir noch auf? Ja. Ton auch. Ja, sehr schön. Okay, ganz fix. 67 mal 2 ist gleich 134. Ich habe wieder 6 Zahlen drin, ich habe ein Rechenzeichen drin, ich habe ein Ist-Gleich drin und das Ist-Gleich wird jetzt eine dreistellige Zahl ergeben. Okay, let's go. Okay, ja, viel ausgeschlossen schon mal wieder. Und es ist keine dreistellige Zahl, die am Ende rauskommt. Gut, bauen wir was Neues. Bauen wir eine zweistellige Zahl. Da kann man jetzt relativ viel machen. 34 plus 50 ist gleich 84. So. Nein, vier, nee, das war schlecht. Das war schlecht. Delete, weil dafür keine 4 hinten stehen. Ja, dann machen wir halt nicht. Dann machen wir halt 44 plus. Ne, jetzt kämen 79 raus, das ist blöd. Ich will nur die 3 irgendwie einbauen. 44 plus 53 ist gleich. Ah, das ist wieder 7. Mann, plus 39 ist gleich 85. Quatsch. Ich kann nicht rechnen. Ist okay. Bin ich denn komplett dumm? Plus 39 ist gleich. So, und jetzt haben wir hinten nochmal eine 3 und vorne eine 8. 83. Jetzt aber. Jetzt aber. Okay, so, das wäre aktuell erlaubt. Gucken wir mal, wie viel jetzt davon passend ist. Okay, da ist eine Menge passend. Holy moly. Damit lösen wir es jetzt im nächsten Schritt auf jeden Fall. Gut. Also, wir dürfen keine 9 mehr verwenden. Es gibt sogar eine zweite 4, aber die ist nicht am Anfang. Das heißt, wir zählen irgendwas mit einer 30er-Zahl zusammen und dann kommt eine 80er-Zahl raus. So. Das könnte also zum Beispiel auch 54 sein. So, plus. Ich brauche noch eine 4, also vielleicht 34. Und die 8 kommt ja auch vor. Bisher haben wir noch nicht gesagt, dass die nicht doppelt sein darf. Ist gleich 88. Okay, ich weiß nicht, ob es noch mehr Möglichkeiten gibt, aber das wäre jetzt erstmal auf jeden Fall erlaubt. Insofern testen wir es aus. Nice. Keine Ahnung, ob es noch mehr Optionen gegeben hätte und ich jetzt nur richtig geraten habe oder ob es das einfach war. Gut, gut, gut. Lasst uns globeln. Globe, globe. Ah, jetzt hängt wieder alles. Man kennt's. Ja, und da habe ich gestern dann festgestellt, ey, mein Balken schlägt gar nicht aus und habe demotiviert die Tonaufnahme gestartet. Eieiei, so. Wir starten, komm, wir starten mit Germany, scheiß drauf. Okay, da war nix. USA. Okay, da war auch nix. Japan. Okay, wo sind wir denn unterwegs? Irak. Irak. Wie schreibt man, oh Gott, wie schreibt man Irak mit QE oder was? Wie schreibt man Irak?
Dann schreibe ich Iran. Das ist ja fast das Gleiche. Das ist auch nicht so wirklich sinnvoll. Israel. Es ist auch so irgendwie nicht so richtig. Also so richtig sind wir hier noch nicht am Finden. India. Hängt er wieder? Er hängt wieder. So, was ist mit India? Okay, da ist das schon ein bisschen dunkler. Also dann geht es eher in die Richtung. Egypt. Ja, es wird dunkler. Oh nein, wir gehen wieder in diese. Oh nee! Da käme ich wieder nicht aus. Nehmen wir mal Ghana wieder. Okay, jetzt wird es irgendwo da dazwischen sein. Ach nein. Da war zum Beispiel Taiwan. Ah nee, das war da. Nee, wie hieß das Land? Scheiße. Wie hieß das Land, an was ich gerade gedacht habe? Mir fällt gerade ein anderes ein. Wir nehmen erstmal Niger. Das ist irgendwo da. Genau. Also irgendwas hier. Oh Gott, das sind genau die, die ich nicht weiß. Ha! Irgendwo da sind wir unterwegs. Was ist denn da? Ich muss auf die Karte gucken. Es tut mir leid. Ich muss auf die Karte schauen. Ich will jetzt nicht ewig rummachen. Ihr wisst Bescheid. So. Oh, Tschad. Tschad und Sudan müssen wir mal ausprobieren. An Tschad hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Ey, ich kann so viele Dinge schon nicht mehr. Ist echt traurig, wie schnell man sowas vergisst, wenn man es nicht immer wieder macht. Ja, dann wird Sudan sein. Pass auf. Basuf. Nee. Wir gehen weiter in die Richtung runter. Okay. Dann hätten wir aber da Tansania im Angebot. Das war es zwar schon mal, aber könnte ja passen. Mit Z schreibt man das, ne? Ja, ist auch dunkel. Was ist jetzt da dazwischen? Oh, warte, Euri Dings ist da. Eritrea oder so. Oh, wie schreibt man das? Okay, ich muss kurz nachgucken, wie man den Eritrea schreibt. Das ist auf jeden Fall da, an der Ecke gewesen. Nee, oder wo waren das? Doch, das ist irgendwo da an der Ecke. Warte, lass mich nachdenken. War da was anderes an der Ecke? Irgendwas war da an der Ecke. Ich glaube, da war Eritrea oder wie das hieß. Mein Gott, ey. Nee, Somalia. Hä? Äthiopien? Eritrea, da, das meinte ich. Eritrea. Das wollte ich schreiben. Jetzt habe ich die anderen blöderweise schon gelesen. Aber gut. Eritrea. Okay, das ist wieder zu dunkel. Dann gehen wir auf Somalia. Okay, jetzt gehen wir wieder weiter weg. Also dann doch hier irgendwo in der Ecke. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Warte, ist da nicht zentral? Nee, wie hieß das Ding? Ich guck nach, bevor ich jetzt ewig rummache. Da war es zentral. Zentral-African Republic, genau. Zentral-African Republik. Okay, ist noch dunkler. Dann müssen wir da drunter irgendwo hin. Kongo wäre da, genau. Uganda, Kongo, Kenia. Alter, ich wüsste die alle nicht mehr, ne? Es ist echt traurig. Konnte die mal. Okay, lass uns mal die Kongo nehmen. Mit C wahrscheinlich. Dann nehmen wir mal die Democratic Republic of Congo. Ich wollte eigentlich den langen Dings nicht schreiben, aber ja, hilft nichts. Oh. Wenn es das ist, hat es sich immerhin gelohnt, es zu schreiben. Nein, was habe ich falsch geschrieben? Democratic Republic vielleicht einfach das Off weg?
Nein, was habe ich falsch geschrieben? Democratic? Oh Gott. Democratic Republic of the Congo. Alter. Of the Congo. Das war es einfach. Ja, und er schreibt einfach. Er schreibt einfach Demrep Congo. Alles klar. Okay, das war's. Democratic Republic of the Congo. Ja, moin. Also die ganzen hier, die müsste ich mal alle wieder lernen, ne? Habe ich schon öfter gesagt. Okay. Einmal aktualisieren, dass das nächste Mal nicht alles hängen bleibt. So. Gehen wir noch zu Pokémon. Zu Squirtle. Squirtle, Squirtle. Aktualisieren. Okay, wir fangen wieder mit Gen 4. Ich bleib mit meinem Palkia. Ich will mit Palkia starten. Irgendwann ist es mal Palkia selbst, weißt du? So ein Ding ist das. Okay, die Gen ist höher, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht für mich. Xerneas wäre Gen 5. Nee, Gen 6 ist okay, ist wurscht. Okay, wir sind in Gen 5. Gen 5 ist dann schwarz-weiß, ne? Was waren denn da die legendären? Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach wieder Buchstaben eintippen, aber ich will schon so ein bisschen erstmal mir zumindest ein Pokémon aus Gen 5 überlegen. Ein Pokémon aus Gen 5 wenigstens. Oh, Junge. Oh, Junge. Ein Pokémon aus Gen 5, das wäre es jetzt. Reshiram habe ich gerade so im Kopf. Ist Reshiram ein legendäres aus 5? Wie schreibt man das Ding? Resi? So nicht? Mit H? Resi? Nee. Resi? Ah, wie schreibt man das? Re? Reshiram. Da, das meinte ich. Aber das ist nämlich genau. Und wir haben noch nicht. Dwecken haben wir schon. Scheiße. Wie heißt das andere Ding dazu? Wie heißt das andere Ding dazu, Reshiram? Wie heißt das andere Ding dazu? Mist. Ich sehe es vor mir, das ist dieses Weiße, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Okay, ich tippe jetzt einfach L ein und nehme irgendwas aus Gen 5 bei L, was wir noch nicht haben, typenmäßig. Backgras haben wir noch nicht. Nehmen wir Levani. So. Ist auf jeden Fall auch kleiner als die alle hier. Why not? Okay, so. Typen passen immer noch nicht. Aber es ist auch größer als Levani. Also größer als 1,2 und schwerer als 20,5. Okay, wir bleiben mal bei L. Ghost Fire, Fire ist raus. Oder nee, Fire ist noch nicht raus. Fire ist noch nicht raus. Ich habe nichts gesagt. Litwick. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Warte, ich muss nochmal gucken, wie groß Litwick ist. Nee, ja, das ist nix. Das ist zu klein. Sorry, Litwick, du bist zu klein. Neues L. Single Type sind alle raus. Das ist eine 1,1 oder eine L sind eine 1,1. Dann ist das auch raus. Landorus. Ist das das andere Typenvieh? Könnte sein. Landorus. Weil das so viele Typen hat. Okay, Ground Flying. Größer als 1,5, schwerer als 20,5. Ja, warum nicht? Oh mein Gott! Treffer versenkt. Nice. Okay. Gut. Dann sage ich, hier ist Schluss. Auf Simantle habe ich echt absolut keine Lust. Bedanke mich fürs Zuschauen. Diesmal technisch mal wieder alles funktioniert und auch sonst lief es eigentlich tatsächlich ganz gut. So kann es gerne weitergehen. Und tschüss.